Die Vorteile des elektrischen Wagenhebers gegenüber dem Wagenheber, der mit einer Kurbel hochgedreht werden muss, liegen eindeutig darin, dass er während des Hochdrehens, bis er auf einen Widerstand trifft, nicht umkippen kann, was also bei einem schwergängigen Wagenheber ohne weiteres möglich ist. Wichtig ist aber, dass er genau an der dafür vorgesehenen Aufnahmeeinrichtung angesetzt wird. Diese Aufnahmestellen findet man in der Bedienungsanleitung für das jeweilige Fahrzeug. Man muss auch unbedingt darauf achten, dass das Fahrzeug gegen Wegrollen durch Unterlegkeile gesichert ist. Sehr hilfreich ist auch, dass in der Fernbedienung ein Licht eingebaut ist, um zu zeigen, mit wie wenig Strom dieser Wagenheber auskommt, habe ich hier eine Batterie vom Modellbau hergenommen und kann somit den Wagenheber auch universell, zum Beispiel am Wohnwagen oder anderen Fahrzeugen, die keine eigene Batterie eingebaut haben, benutzen. Im Normalfall nimmt man wahrscheinlich die Batterie des Fahrzeugers. Dazu ist auch eine besondere Batterieklemme mit dabei, falls kein Zigarettenanzünder im Fahrzeug vorhanden ist oder dieser Zigarettenanzünder nur bei laufendem Motor der Strom zur Verfügung steht. Sollte einmal kein Strom zur Verfügung stehen, besteht immer noch die Möglichkeit, den Wagenheber mit einer Kurbel zu bewegen.